Jo, liebe Leute, es geht heute wieder weiter. Und zwar haben wir das Auto von Frau Ellershagen auf der Bühne stehen. Frau Ellershagen, jetzt gibt es noch ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar hat sie eine Bremsschwelle übersehen. Damit hat sie sich, so wenn ich mir die Mängeliste angucke, die natürlich jetzt auch nicht zu sehen ist, habe ich vermute, dass sie sich damit komplett die Vorderachse ruiniert hat. Das werden wir uns tatsächlich jetzt angucken. Wir wollen nämlich das Auto ein bisschen anfangen auseinanderzunehmen. Der Motor dürfte nicht sein, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich nicht vorne rein, aber gucken wir mal. Ich vermute, dass das unter anderem die Felgen sein werden, die Reifen, die Aufhängung komplett. Mir ist das gleiche Missgeschick schon passiert. Wir werden sehen. Es sieht zumindest so aus, als wäre die Karre komplett fritt. Vorne. Wir werden aber jetzt erstmal das ganze Auto auseinandernehmen, Freunde. Du solltest eigentlich jetzt nur kurz. Habe ich das Auto schon? Habe ich schon eigentlich die wieder in den Tag geleert? Nur so nebenbei gerade, dass ich jetzt ein bisschen. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich jedes komplett auseinandernehmen. Warte mal, Radlager, Betriebsfälle. Gut. Gut, so viel habe ich jetzt auch nicht auseinandergenommen. Deswegen, ich muss das Inventar leer machen, nicht, dass ich da was durcheinander komme. Mal schauen, was sie gut mit dem Auto gemacht hat. Wie gesagt, ich vermute, dass heute die komplette Achse auseinander basteln darf. Das brauchen wir nicht. So, da geht's da weiter. Sieht so aus, als wäre da tatsächlich mehr wie die. Also alles, was hier, glaube ich, durchgerostet ist, dürfen wir, glaube ich, komplett tauschen. Warte mal kurz. Das heißt, da geht das raus. So, haben wir das zumindest schon mal. Bisschen demontiert. Ich gucke gerade, was er noch so hat. Es sind ein paar Teile drin gewesen, tatsächlich. Die Spurstange, Spurstangenkopf, Koppelstange. Ja, das war mir fast klar. Ich vermute, dass einmal komplett alles vorne und die Felgen. Das ist komplett vorne. Die. Hier ist nämlich noch ein Lager, was durch ist, wahrscheinlich. Ah, wie werden es hier? Kühler vielleicht? Kühler wahrscheinlich ja nicht. So, dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite, damit wir hier weitermachen können. Wir müssen jetzt erstmal alles aufdecken. Das ist das Problem an der Sache. Da ich noch kein Diagnosewerkzeug habe, kann ich natürlich auch noch nichts wirklich dramatisch, kann ich nichts machen. Aber ich vermute, dass hier da vorne einmal alles rausgenommen werden muss. So. Sieht schon so aus. Radlager weg. Radnabe weg. So. Gut. Dann geht es hier weiter mit der Koppelstange. Die kannst du wahrscheinlich direkt mitnehmen. Dann geht es genau im Luftfilter drin. Super. So. Und hier unten auf der Querlenker runter. Und Spurstangenkopf. Ich hoffe, dass wir danach alles haben. So, die Spurstangen dann runter.
So, ich müsste eigentlich jetzt alles haben. So, ich gucke jetzt gerade mal auf das Fahrzeuginfo, ob wir da noch. Es fehlt noch ein bisschen was. Aber wir haben fast alles. Es fehlt noch zwei Sachen. Die Frage ist, was? Stabi und Stellgetriebe? Fragezeichen. Angstschecke wahrscheinlich hier. Ja. Nee. Nee, noch nicht. Es fehlen jetzt noch zwei Teile. Er sagt jetzt hier gerade raus mit den. Die Buchse vielleicht. Ich nehme meinen Cut raus. Ich nehme mein Flammenrohr raus. Ich darf. Ich vermute, dass ich da nicht dran komme. Okay. Warum darf ich nicht daran? Was habe ich denn noch falsch? Da fehlen noch zwei Teile. Aber was? Aber was? Also doch runter. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich den Querträger vorne runternehmen. Keine Sorge, das ist nur jetzt ein bisschen. So. Ich muss ja irgendwo das Flammenrohr rankommen, ne? So, die Frage ist. So, ich muss jetzt wieder ran. Ich muss ja, um die Achse vorne runterzunehmen, muss ich ja. Okay. Turbolader, warte mal. Oh, ist raus oder was? Ich will nur die. Ja, ich muss ja die Achse hier. Der Achsquerträger muss hier runter. Turbolader. Es klingt jetzt auf den ersten Blick viel, aber ich müsste halt. Jetzt sind noch zwei Sachen, die raus bist. So. Gut. Auf Helgu. Weiter. So. Rein theoretisch ist doch alles weg. Ich hatte jetzt wirklich eine. Ach, das ist auch ein Gummilager drin. Jetzt sehe ich es gerade auch. Gut, dann könnt ihr jetzt versuchen, die Gummi. So, jetzt hoffe ich, dass ich alles weg habe. Nee, das ist nicht gewesen. Ist es nicht gewesen. Ah, was könnte es da noch sein? Kühler? Ja gut, Kühler könnte jetzt auch ein bisschen was Futter sein, ne? Dass ich jetzt nochmal in die Kühler muss. Ich vermute, dass da auch noch ein bisschen was aussieht. Nicht, dass ich die Kühler sache, dass das die Kühlerleit weg ist. Dann werden wir das mal kurz auseinandernehmen. Vielleicht haben wir ja, das ist ja das. Also das sieht zumindest so aus.
So. Ja, ist es gewesen. Alles klar. Okay, gut. Unsere kleine Bastelarbeit hat sich erstmal jeweils gelohnt. Wir haben alle Teile gefunden, alle Diagnose-Teile gefunden. Und eventuell kriegen wir sogar das Auto komplett an einem Rutsch hin, weil ich fange jetzt an, nämlich die Teile zu bestellen. So, ich gucke jetzt gerade mal in den Inventar, weil... Ja, mein Fernseher ist ein bisschen scheiße eingestellt, deswegen habe ich das gesagt, sage ich das, okay, mache ich das mit dem Foto meistens. So, fangen wir also mal an. Ist jetzt nicht wild, ist jetzt da, das kann man wahrscheinlich sogar alles in diese Folge reinbauen, dass man das tatsächlich das Kampagnenfahrzeug reinbauen, weil es ist jetzt nicht dramatisch. So, Spurstangenkopf. Warte mal, ich muss gerade gucken. Koppelstange VA. Gibt's hier, okay. Ja, dann weiß ich Bescheid, wo ich reinsetzen muss. Das ist dann an der Spurstange da unten. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Gut. Ja, Spurstange müssen wir jetzt zweimal machen. Gut, fangen wir an. Fangen wir mal an mit dem Kühler. Der muss raus. Kühler. Und zwar brauchst du den Kühler Typ A und die Lüfterzarge Typ B. Ach, die Lüfter. Lüfter, sage Typ B. Rein damit. Ach. Lüfter, sage, nicht Lüfter, Dings. Egal. Alles gut. Stoßdämpfer McPherson, machen wir zwei Stück. Stoßdämpfer McPherson, Vorderachse. Die Domlager für die Feder von der Vorderachse. Okay. Die Domlager für die Feder von der Vorderachse. Brauchen wir zwei. Natürlich, klar. Wie gesagt, die hat sich die komplette Vorderachse fritte gemacht. Querlenker. Querlenker. Für die Querlenker Vorderachse unten Typ A. Davon brauchen wir meines Wissens zwei. Die Antriebswelle. Ah, das ist ein teures Ding gewesen, ne? Antriebswelle. Die Antriebswelle, Tür Vorderachse Typ C. Was ist denn hier? Brauchen wir für zwei. Antriebswelle, Koppelstange. Koppelstange. Die Koppelstange. Zwei Stück, ne? Das Typ A, zwei Stück. Rein damit. Spurstangenkopf. Spurstangenkopf. Ebenfalls zwei. So, jetzt müssen wir noch die Koppelstange Vorderachse. Habe ich drin, Spurstangenkopf habe ich drin, die Spurstange nochmal bestellen. Jedenfalls zweimal. Spurstange. So, jedenfalls zwei Stück neu. So, basteln wir mal das gute Stück wieder ein bisschen zusammen. Fangen wir mal mit dem Kühler um.
Und rein damit. Gut, Auto, soweit voll. Wieder okay. Ich lasse jetzt die Mutter aber noch offen, weil nicht, dass ich die wieder 10 Mal zu auf und zu machen muss. Fangen wir an hier hinten mit dem Lenkgetriebe. Das muss neu. Was heißt neu? Das musst du nicht neu. Das ist ja okay. So. Gut. Rein damit. Mit dem Flammenrohr. Turbolader. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Weil dann kann ich nämlich hier unten weitermachen. So. Habe ich dich Vollachse McPherson neu bestellt? Was habe ich denn da bestellt? Stoßdämpfer. Ich habe 2 neu bestellt. So, was will der jetzt haben von mir? Stoßdämpfer. Ja. Ist okay. Ach, weißt du warum? Weil ich die Dinger nicht so gebaut habe. Warte mal. Hier, oder? Warte mal. Nee, wo waren die Federspanner? Ich fand das Teil. Das kann passen in der Seite. Wo war da hier mit dem Fehl? Ich muss ja hier mal einen Federspanner zusammenbauen. Warte mal. Wo waren der? Reif. Federspanner hier. Feder VH. Da fehlt der VA. Der will mir jetzt ja mir was sagen, was ich haben will. Was haben will. Da musst du noch drauf achten. So, drin. So, das Ganze machen wir nämlich nochmal. Okay, dass man da tatsächlich noch mit auf den, dass man da tatsächlich da noch drauf achten muss. Jetzt kann ich. Nimm das halt zur Federspanne. So, jetzt kann ich nämlich die neuen Federn einbauen vorne. Aufhängung. So, rein damit. So, jetzt alles nach und nach. So. Gehen wir mal, bauen wir die ein. Ja, einer mit. So, gut. Weiter geht die Reise. Hier vorne mit der Spurstange. Die hat sich nämlich. Die hat sich aufgetan. Dann geht es hier weiter mit dem Spurstangenkopf. Ich habe ja alle Teile gefunden. Ich kann ja auf die Zeit jetzt wieder achten. Da kriegen wir tatsächlich sogar das Kampagnenauto in einer Folge hin. So. Cut. Rein damit. So. Rauf damit. Den Kopf. Hier. Die Kumpellagerbox auch da noch rein. Das wollen wir wieder irgendwie vergessen. Also ich bin jetzt, wenn sie wieder vergessen wird. Dann geht's hier mit der Kuppelstange weiter. So. Gut.
Schatten habe. Wie gesagt, das kann ja alles sein. Wenn sie da die komplette Vorderachse fällt, dann baue ich die komplette Vorderachse aus. Und dann finde ich schon irgendwo mein Teil. So. Eine Scheibe. Drin. Jo. Gut, dann haben wir das auch weg. Dann geht es jetzt auf der Seite weiter. Und dann gehen wir mal die Abstecke rein. Na gut. Rein damit. Spurstange mal neu. Dann den Stoßdämpfer McPherson. Jetzt wollen wir da die Pfeile schon einbauen, weil die sind ja durch gewesen. Rein damit den Querlenker. So, gut. Die Koppelstange dazu. Ja, gute Frau, das ist teuer, das Ding gewesen. Ich mache gerade auch ein bisschen, ziehe mir auch gerade die Kampagnenautos vor, oder ein bisschen verzeitlich vor. Dass jetzt immer wieder einer abhauen wird, der wegen dem Dings ist klar. Ist halt so. Da wäre es später. So, rein damit. So, warte mal. Bremse kann ich hier reinsetzen, ne? Ja, ich weiß, es fehlen noch zwei, drei Teile. Motor her. So, bauen wir die ganze Show wieder zusammen hier. Gut. Und jetzt müssen wir nochmal runter am Motor, weil ich muss jetzt, glaube ich, mehr oder weniger den. Oder können wir die schon zusammenbasteln? Ich glaube, da könnte eigentlich rein. Jetzt war ja fertig hier vorne. Müsste jetzt immer wieder alles okay sein. So. So. Ach, hier. Der Spurstangkopf gefällt, den braucht man natürlich auch noch. Das ist schwierig um Lenken. So, runter mit der Karre. Also zumindest mal erstmal auf die Dings. Dann kriegen wir die 6. Folge sogar noch ein Auto hin. So, Motor. Das ist auch noch mal das Teil. Turbolader. Kann da wieder rein. Kann das Flammenrohr wieder dran. Aber sonst wäre ich nicht an die Vorderachse gekommen. Haben wir soweit? Jo, dann müsste es eigentlich soweit klar sein. So, eigentlich müsste das jetzt durch sein. Guck mal nach, ob die Karre jetzt fertig ist von der guten Dame. Es ist soweit alles repariert und müsste eigentlich. Es wird noch eine Gummilagerbuchse. Okay. Das ist halt genau das, was am meisten immer fehlt. Aber ist egal. Alles ist gut. Wir gehen nochmal die Aufhängung. Bevor wir jetzt irgendwas wollen. Verpassen. Ich gucke jetzt gerade nur wo. So viele Möglichkeiten kann es nicht geben. Die Seite ist es nicht. Und hier unten ist es. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles habe danach. So, eine zweite Seite fehlt, glaube ich, meines Wissens. Gucke ich mal nach eben kurz. Oder sind wir jetzt fertig?
Ach, da kommt wieder eine Buchse. Sag ja, zwei fehlt noch. Da fehlt sie. So, Gummilagerbuchse einbauen. Jetzt ist es dann durch. So, gut. Und dann können wir die Kamera wieder runtersetzen und dann müsste es eigentlich jetzt durch sein. So, die gute Frau hat ihr Auto wieder und es wurde relativ teuer. Gut, setzen wir uns kurz mal Danny auf die Bühne, damit wir hier weitermachen können in der nächsten Folge. Ja, falls wir bewegen. Rauf damit. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Das nächste ist wieder Kampagnenfahrzeug. Die bleiben drin, ne? Ja, dann machen wir jetzt mal hier. Nehmen wir jetzt mal den Mazda kurz rein. Damit der nicht wieder abhaut. Das wird sowieso passieren. Das Kampagnenauto wird erstmal stehen. Das ist klar. Was haben wir denn hier für ein Auto? Okay. Ein schönes, altes, knackiges. Gut, in der nächsten Folge kümmern wir uns um diesen kleinen Pickup hier. Der hat auch wieder so seine Problemchen. Mal gucken, was das am Ende final ist. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play. Ja, warte mal. Jetzt mal gucken, ob wir da was haben. Reparatur folgt bis zu 55%. Oh. Prüfe sofort drei Teile im Inspizierungsmodell. Auftrag, Schalten, Schrottplatz, Auktion. Nee, bitte das Tablet. Wir nehmen erstmal das Tablet. Dann kann man nämlich den. Brauche ich nicht immer zum PC zu rennen, sondern kann quasi direkt von vor Ort alles machen. So, jetzt kann ich wieder. Jetzt mache ich kurz das Inventar leer, dass wir hier weitermachen können. Ja, ah, glaube ich gerade, dass ich ein bisschen das Teil umsonst gekauft habe. Aber egal, alles ist gut. Schalldämpfer für Carrera GT. Aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Stoßdämpfer können weg. Die alten. Jo. Jo. Gut. Liebe Leute, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit diesem Pickup hier. Und dann schauen wir uns das ganze Fahrzeug an und dann gucken wir das mal hier mit dem Mazda und mal weitermachen. Ich freue mich wieder, wenn ihr einschalten würdet bei Let's Play Werkstattmechaniker.